Sie möchten unsere Website noch etwas mehr an Ihren Bedürfnissen als Nutzer ausrichten? Kein Problem, das geht ganz einfach. Loggen Sie sich dafür zunächst in die Seite ein und rufen Sie über Mein Konto und Depot den Punkt Verwaltung Mein Profil auf. Über die vier Reiter können Sie nun zum Beispiel festlegen, welche Kortal-Consors-Seite als Startseite aufgerufen wird, welche formalen Einstellungen für die Watchlist gelten und wie und in welchem Umfang Charts dargestellt werden sollen. Wenn Sie Ihre Festlegungen getroffen haben, bestätigen Sie sie mit einem Klick auf den Button Bestätigen. Möchten Sie die Anfangseinstellungen wiederherstellen, wählen Sie einfach den Button Standardwerte. Ebenfalls unter Mein Konto und Depot, Verwaltung, finden Sie den Punkt Persönliche Einstellungen. Hier legen Sie all das fest, was mit Ihrer Person als Bankkunde zu tun hat. Sie können also zum Beispiel Ihre Adressdaten aktualisieren, die Verrechnung Ihrer Abgeltungssteuer überwachen oder einen Freistellungsauftrag fürs Finanzamt anlegen. Und weil wir gerade bei der Verwaltung sind, im Online-Archiv, das Sie ähnlich wie die persönlichen Einstellungen über den Bereich Mein Konto und Depot aufrufen können, sind alle Dokumente und Mitteilungen zu Ihren Banking- und Wertpapiergeschäften permanent für Sie hinterlegt. Zum Beispiel Orderabrechnungen oder auch Kontoauszüge. Den Abruf können Sie gefiltert nach Zeitraum, Dokumententyp, Wertpapierkennnummer oder Ordernummer vornehmen. Ganz wichtig, bitte denken Sie daran, einmal pro Quartal Ihren Kontoabschluss online abzurufen. Ansonsten sind wir verpflichtet, Ihnen die Unterlagen per Post zuzustellen. Porto, das Sie sich sparen können. Nutzen Sie einfach unseren kostenlosen Benachrichtigungsservice. Sobald ein neuer Kontoabschluss vorliegt, werden Sie dann per E-Mail erinnert, Ihre Daten abzuspeichern.